بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Es preist Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Er ist es, der diejenigen von den Leuten der Schrift, die ungläubig sind, aus ihren Wohnstätten zur ersten Versammlung vertrieben hat. Ihr habt nicht geglaubt, dass sie fortziehen würden. Und sie meinten, dass ihre Festungen sie vor Allah schützten. Da kam Allah über sie, von wo sie nicht damit rechneten, und jagte in ihre Herzen Schrecken, so dass sie ihre Häuser mit ihren eigenen Händen und den Händen der Gläubigen zerstörten. Darum zieht die Lehre daraus, die ihr Einsicht besitzt. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. Und wenn Allah ihnen nicht die Verbannung vorgeschrieben hätte, hätte er sie wahrlich im Diesseits gestraft, und im Jenseits wird es für sie die Strafe des Höllenfeuers geben. Dies dafür, dass sie Allah und seinem Gesandten entgegengewirkt haben. Und wer Allah entgegenwirkt, gewiss, so ist Allah streng im Bestrafen. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Was an Palmen ihr umgehauen habt oder auf ihren Wurzeln habt stehen lassen, so geschah es mit Allahs Erlaubnis und damit er die Frevler in Schande stürze. Und für das, was Allah seinem Gesandten von ihnen als kampflose Beute zugeteilt hat, habt ihr weder Pferde noch Reitkamele in Trab gebracht, sondern Allah gibt seinen Gesandten Gewalt, über wen er will, und Allah hat zu allem die Macht. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Was Allah seinem Gesandten von den Bewohnern der Städte als kampflose Beute zugeteilt hat, das gehört Allah, seinem Gesandten und den Verwandten, den Weisen, den Armen und dem Sohn des Weges. Dies, damit es nicht nur im Kreis der Reichen von euch bleibt. Was nun der Gesandte euch gibt, das nehmt, und was er euch untersagt, dessen enthaltet euch. Und fürchtet Allah, gewiss, Allah ist streng im Bestrafen. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Das gehört den armen Auswanderern, die aus ihren Wohnstätten und von ihrem Besitz vertrieben worden sind, weil sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten und Allah und seinem Gesandten helfen. Das sind die Wahrhaftigen. Und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, lieben all die, wer zu ihnen ausgewandert ist. Und empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diesen gegeben worden ist. Und sie ziehen sie sich selbst vor, auch wenn sie selbst Mangel erlitten. Und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, sagen: Unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben vorausgegangen sind, und lasse in unseren Herzen keinen Groll sein gegen diejenigen, die glauben. Unser Herr, du bist ja gnädig und barmherzig. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. Siehst du nicht jene, die heucheln? Sie sagen zu ihren Brüdern, die ungläubig sind, von den Leuten der Schrift: Wenn ihr tatsächlich vertrieben werdet, werden wir ganz gewiss mit euch fortziehen. Und wir werden niemals jemanden gegen euch gehorchen. Und wenn gegen euch tatsächlich gekämpft wird, werden wir euch ganz gewiss helfen. Doch Allah bezeugt, dass sie wahrlich lügen. Wenn sie tatsächlich vertrieben werden, werden sie nicht mit ihnen fortziehen. Und wenn tatsächlich gegen sie gekämpft wird, werden sie ihnen nicht helfen. Und wenn sie ihnen auch tatsächlich helfen sollten, werden sie ganz gewiss den Rücken kehren. Und hierauf wird ihnen selbst keine Hilfe zuteil werden. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Vor euch empfinden sie wahrlich größere Angst in ihren Brüsten als vor Allah. Dies ist so, weil sie Leute sind, die nicht verstehen. Sie werden nicht alle gegen euch kämpfen, außer in befestigten Städten oder hinter Mauern. Ihre Gewalt ist untereinander stark. Du meinst, sie halten zusammen, doch ihre Herzen sind verschieden. Dies ist so, weil sie Leute sind, die nicht begreifen. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين.
فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Es ist wie das Gleichnis derjenigen, die es nahe vor ihnen erlebten. Sie haben die schlimmen Folgen ihres Verhaltens gekostet, und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Es ist wie das Gleichnis des Satans, wenn er zum Menschen sagt, sei ungläubig. Wenn er dann ungläubig geworden ist, sagt er, gewiss, ich bin unschuldig an dir. Gewiss, ich fürchte Allah, den Herrn aller Welten. Und so wird das Ende von beiden sein, dass sie im Höllenfeuer sein werden. Ewig werden beide darin bleiben. Das ist der Lohn der Ungerechten. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. O die ihr glaubt, fürchtet Allah und eine jede Seele schaue, was sie für morgen vorausschickt. Und fürchtet Allah, gewiss, Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Und seid nicht wie diejenigen, die Allah vergessen haben und die er dann sich selbst hat vergessen lassen. Das sind die Frevler. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Nicht gleich sind die Insassen des Höllenfeuers und die Insassen des Paradiesgartens. Die Insassen des Paradiesgartens sind die Erfolgreichen. Wenn wir diesen Koran als Offenbarung auf einen Berg hinabsendeten, würdest du ihn wahrlich aus Furcht vor Allah demütig werden und sich spalten sehen. Diese Gleichnisse prägen wir den Menschen, auf dass sie nachdenken mögen. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Er ist Allah, außer dem es keinen Gott gibt, der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren. Er ist der Allerbarmer und Barmherzige. Er ist Allah, außer dem es keinen Gott gibt, der König, der Heilige der Friede, der Gewährer der Sicherheit, der Wächter, der Allmächtige, der Gewalthaber, der Stolze. Preis sei Allah, und erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Er ist Allah, der Schöpfer, der Erschaffer, der Gestalter. Sein sind die schönsten Namen. Ihn preist alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Und er ist der Allmächtige und Allweise.